Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Olesch, es geht hier nicht um Nachhilfe zu erteilen, sondern Sie aufzufordern, auch Sie als Koalitionspartner, die Leitlinien, die tatsächlich auch 2012 aktualisiert wurden, auch umzusetzen. Und das passiert leider nicht. Die Entwicklungspolitik in Deutschland gewinnt immer mehr an Bedeutung, wurde ja schon gesagt. Sie ist schon lange kein Politikfeld der Gutmenschen und Moralisten mehr, sondern ein hartes Politikfeld. Dies gilt besonders für Berlin. Hier leben Menschen aus 190 Ländern. Berlin internationalisiert sich immer mehr, und das hat auch einen großen Einfluss selbstverständlich auf die Entwicklungspolitik. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen fordern in ihrem Antrag den Senat auf, ein umfassendes Monitoring seiner entwicklungspolitischen Wirkungen vorzulegen. Diese Forderung ist prinzipiell richtig. Unsere Position ist, dass eine stärkere Zusammenarbeit der verschiedenen Senatsressorts dringend notwendig ist. Die ressortübergreifende Zusammenarbeit muss mit einem regelmäßigen Monitoring verbunden werden. Entwicklungspolitik ist in der Tat eine Querschnittsaufgabe, denn die Entwicklungspolitik umfasst nicht nur die Wirtschaftspolitik, sondern auch die Mobilität, den Klimaschutz, die Energiepolitik, Bildung, Kultur und weitere Bereiche. Alle, die sich jemals mit der Entwicklungspolitik beschäftigt haben, würden dem sofort zustimmen. Doch da gibt es ein Problem. Wie kann man ein solches Thema Querschnittsaufgabe werden lassen, wenn der jetzige Senat sich untereinander bekämpft, nicht ressortübergreifend arbeitet und schon gar nicht irgendeine gemeinsame Strategie vertritt? Das zeichnet diesen Senat ja aus. Und übrigens, Berlin hat seit 2012 einen aktualisierten entwicklungspolitischen Leitlinien, zu denen der Senat sich auch ausdrücklich bekannt hat. Die Wirtschaftssenatorin Itzer hat im August 2014 eine Reform des Vergabegesetzes übrigens auch angekündigt. Um die entwicklungspolitischen Leitlinien hier einfließen zu lassen, hätte es eine Rückkopplung mit den NGOs geben müssen. Aber nein, die Senatorin hat lediglich mit den Wirtschaftsverbänden zusammengearbeitet. Darüber hinaus will sie die Novellierung über Rechtsverordnungen am Wirtschaftsausschuss und am Parlament vorbei durchsetzen. So viel zu diesen Leitlinien. Zunächst würde ich mir natürlich wünschen, dass die zuständige Senatorin hier, Frau Itzer, die entwicklungspolitischen Leitlinien umsetzt. Aber das tut sie nicht, meine Damen und Herren. Wenn zuallererst die entwicklungspolitischen Leitlinien von der zuständigen Senatorin Itzer ignoriert wird, wie kann dann Entwicklungspolitik überhaupt zu einer Querschnittsaufgabe werden? Das frage ich mich. Die Forderung der Grünen ist schön, ich finde es auch richtig, das ist auch unsere Forderung immer gewesen, aber leider habe ich wenig Hoffnung, dass dieser Senat irgendetwas tun wird, um sie zu erfüllen. Wie soll er auch? Viel zu sehr ist er damit beschäftigt, Gutachten und Gegengutachten zu erstellen. Stichwort O-Platz. Wichtiger wäre es, dass die Wirtschaftsverwaltung selbstverständlich weiterhin als Koordinationsstelle fungiert. Wenn wir nämlich fordern, dass die Entwicklungspolitik eine Querschnittsaufgabe sein soll, fühlt sich am Ende niemand dafür zuständig. Das ist immer meine Befürchtung, wenn wir von Querschnittsaufgabe reden. Aber wer fühlt sich denn in diesem Senat überhaupt noch zuständig für irgendetwas? Das frage ich mich schon seit Anfang dieser Legislaturperiode, meine Damen und Herren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.